bin Helmut und ich arbeite bei der Gemeinwohlökonomie. Und ich finde es toll, dass es diesen alternativen Gipfel gibt, denn ich denke, dass die G20-Länder für die Probleme dieser Welt keine vernünftigen Antworten haben. Und hier in diesem Zusammenhang mit anderen ist es für mich ein Anliegen, dass wir überlegen, wie kann die Wirtschaft so entwickelt werden, dass die auch den Menschen dient. Und das ist auch ein Anliegen in der Gemeinwohlökonomie. Und das würde ich gerne auch mit anderen erleben und mich mit anderen austauschen. Was sind die Ziele der Wirtschaft? Wie kann also die Wirtschaft so umgestaltet werden, dass nicht mehr der Profit im Mittelpunkt steht? Ich bin Sabine von der Gemeinwohlökonomie und wir haben uns entschieden, beim Alternativgipfel auch eine starke Rolle mitzuspielen und ihn zu unterstützen, weil wir von der Gemeinwohlökonomie wie der Gipfel für globale Solidarität für Kooperation stehen, statt für Konkurrenz. Wir sehen viel zu viel Konkurrenz zwischen den Staaten und in der Wirtschaft und da bilden der Alternativgipfel und auch wir als GWÖ einen wunderbaren Gegenpol, den es wirklich gilt voranzutreiben und dafür ganz, ganz viele Unterstützer zu finden. Mein Name ist Bernd, ich bin wissenschaftlicher Beirat der Gemeinwohlökonomie und mir geht es um Innovationen. Die kommen aber weniger aus der Wissenschaft als aus der Zivilgesellschaft. Und insofern sind wir hier genau richtig, Innovationen zu finden für ein Wirtschaftssystem, was gegen die Wand fahren wird, wenn es so weiterfährt, und für unsere Gesellschaft insgesamt, dass wir für Demokratie kämpfen und sie weiterentwickeln. Zum Beispiel das systemische Konsensieren als eine weibliche Form der Entscheidungsfindung, als Ergänzung. Wir arbeiten mit diesem Prinzip der Entscheidungsfindung innerhalb der Gemeinwohlökonomie.